Andrew Osnard, willkommen in Panama. Danke, Herr Botschafter. Doch nicht der Osnard, den man in Madrid gefeuert hat. Die Frau des Außenministers. Hm? Er ist ein Agent, der seine letzte Chance bekommt. In Panama zur Bewährung. Unsere Freunde in der Heimat sind besorgt, dass die weltgrößte Handelsstraße in die falschen Hände fallen könnte. Jetzt, wo sie in den falschen Händen ist. Hier braucht ein guter Spion nur eins. Ich will den Kanal im Auge behalten und baue ein Netz auf. Und was hat das mit mir zu tun, Mr. Osnard? Ich bin doch nur ein Schneider. Einen eigenen Spion. Er ist schlau, hat gute Kontakte und keine Ambition. Wer ist dieser Andy Osnard? Er ist auf der Suche nach Informationen. Das ist ein Spiel. Amüsieren wir uns. Dad, gehst du heute zum Präsidenten? Ja, mein Sohn. Sie möchten etwas über den Kanal wissen. Na, da läuft doch was zwischen Ihnen und meinem Mann. Er hat Ihnen nichts erzählt? Willkommen in Panama. Das Casablanca ohne Helden. So erhält er mehr Informationen, als er jemals braucht. Bringt Ihre Frau Papiere mit nach Hause, Kanalakt. Halten Sie Luisa da raus! Was Sie nicht sagen. Sogar wenn sie nicht wahr sind. Er verkauft ihn, den Kanal. Hab dich. Britische Quellen weisen darauf hin, dass auf panamesischer Regierungsebene ein Doppelspiel betrieben wird. Hat er deshalb in meinen Privatunterlagen rumgeschnüffelt? Er spioniert seine Frau aus. Ich muss hier raus! Haben Sie nie das Bedürfnis, was Verrücktes zu tun? Vielleicht wäre es gesünder für Sie, beim Schneidern zu bleiben. Ich muss den Botschafter sprechen! Meine Eingreiftruppe steht in Alarmbereitschaft, Sir. Ich habe alles erfunden. Sie müssen es aufhalten. Das Leben imitiert die Kunst. Noch ein Schritt weiter und es ist aus! In was haben Sie Harry da reingezogen? Es kann sein, dass sich das Gleichgewicht der Kräfte... Wir müssen die Sache stoppen, hören Sie! ...bald sehr verändert. Zu spät.